Wir stehen hier an einem schönen Mercedes von 1977-78. Ein 280S aus der Baureihe 116. Der Wagen sieht eigentlich aus, wenn man hinguckt, wie neu. Ich habe ihn aber dann, weil mir die Originalversion von Mercedes nicht so gefiel, zu Herrn Aufrecht gebracht nach Affalterbach und der hat ihn in Anführungszeichen verschönert. Ob das immer schön ist aus heutiger Sicht mit einem schwarzen Strich auf der Längsseite, das ist Geschmackssache. Aber wenn man die Räder und die Reifen und die Spoiler an den Seiten und den Heckspoiler sieht, dann stellt man doch fest, oh, da ist einer sportlich mit unterwegs gewesen. Die Räder sind größer, der schwarze Strich wurde drauf lackiert, es wurden Recaro-Sitze eingebaut im selben Muster des Polsters, wie auch im Original Mercedes waren. Der Spoiler hinten am Kofferdeckel ist eine Sonderkonstruktion von einem Karossier in Köln, der mir damals den Gummispoiler, der da von Mercedes, nein, er wurde von irgendeinem Zubehörmenschen geliefert, drauf gemacht wurde. Der war so hässlich, dass wir den unbedingt umänderten in eine Blechkonstruktion. Ja, das Auto befindet sich in einem perfekten Zustand. Mit knapp 130.000 Laufkilometern ist er noch sozusagen neuwertig. Ja, da wollen wir mal gucken, wie der Motor aussieht an dem schönen Auto. Das ist auch alles im Originalzustand. Hier ist nichts restauriert. Das Einzige, was verschlissen war, das fiel auf einmal runter, war die Anti-Dröhnmatte oder Dämmmatte. Die war dann plötzlich Brösel, die lag dann hier mal irgendwann auf dem Motor drauf. Aber sonst ist das Auto mit den gefahrenen Kilometern ganz im Originalzustand. Die Firma AMG hat die Nockenwelle geändert oder eine neue eingebaut. Dadurch hat das Auto heute 120 PS, während er original ab Werk nur 117 oder 116 PS hatte. War also keine große Leistungssteigerung, aber immerhin doch etwas, um die Fahrgeschwindigkeit eines so schweren Autos zu erhöhen. Wir sind damit in Urlaub gewesen und hatten auch noch einen Anhänger hinten dran, da war ein Motorboot drauf und insofern, wenn mich Leute unterwegs mit dem Boot trafen, wie schnell ist das Boot, dann habe ich immer gesagt, ja, der läuft so 140. Wie, 140? Ja, ich sage, mein Mercedes ist so schnell, also ist das Boot ja hinten dran auch so schnell. Insofern haben wir also immer so ein bisschen Spaß gemacht. Muss ja auch sein, wenn natürlich durfte die Polizei das nicht merken. Aber irgendwann sind wir auch mal in der Schweiz angehalten worden, weil wir angeblich zu schnell waren. Aber das war dann ein Messfehler oder ein Irrtum. Wir haben alle protestiert, die vier Personen, die im Auto saßen. Und dann hat der Polizist gesagt, na dann fahren Sie weiter. Es scheint wohl ein Fehler zu sein von unserer Messstelle. Ja, also an dem Motor ist ja weiter nicht viel zu erklären. Das ist die übliche Vergasereinrichtung mit Zündanlage, Batterie und natürlich, was man auch früher stärker brauchte als heute, Scheibenwaschanlage. Heute fährt man keine Fliegen mehr tot, die sind gar nicht mehr da. Also muss man gucken, braucht man die Scheibenwaschanlage nur noch ganz selten. Insofern muss man trotzdem das Wasser ab und zu wechseln, damit es nicht fault. Ja, ja, also eine tolle Erlebnisfahrt hatten wir auch, als wir in Italien auf der Insel Elba waren, nahmen wir immer uns ein bisschen Obst von dort mit, weil das schön frisch war. Wir waren meistens in 12 bis 14 Stunden von Elba wieder zu Hause. Und dann kamen wir in
Italien an der Schweizer Grenze an. Und dann stellte der Zöllner die Frage, haben Sie was zu verzollen? Ja, ich sage etwa 20 Melonen. Wie, 20 Melonen? Wo haben Sie die denn? Zeigen Sie mal. Dann mache ich den Kofferraum auf, da lagen so ein paar Kisten mit Melonen drin. Und ja, der war zufrieden und winkte nur, sagte, können weiterfahren. Dass der nicht mal auf die Idee kam, für 4 Personen das Reisegepäck zu untersuchen, was nämlich im Motorboot hinten im Anhänger war, da ist er nicht drauf gekommen. Der war so perplex von den Melonen, hätte man ihm eigentlich eine schenken sollen. Ich sitze jetzt hier in dem W116, wie der Typ richtig heißt. Ja, alles soweit im Originalzustand, aber nicht ist das Lenkrad original und nicht sind die Sitze original. Das sind Recaro-Sitze mit schöner ausziehbaren Sitzfläche für Leute mit langen Oberschenkeln. Das Lenkrad ist auch von Herrn Aufrecht kreiert. Hier sind Seiten an dem Lenkrad Knöpfe, damit man auch mal hupen kann, obwohl ich die Hupe eigentlich selten benutze. Es gibt ja Leute, die in Italien grundsätzlich sich eine Fanfare einbauen ließen früher. Das habe ich in diesem Auto nicht gemacht. Es war ja auch ein Familienauto. Wir wollten ja nicht mit dem Zirkus rumfahren. Ja, sonst ist das Auto weitgehend original hier drin. Die Instrumente sind alle geblieben und wie ich gerade zu meiner Freude sehe, bis jetzt bin ich mit dem Auto 129.446 Kilometer gefahren. So wahr mir Gott helfe, schwöre ich darauf einen Eid. Hier ist nichts dran manipuliert, auch nicht der Tacho. Vielen Dank, Eberhard, für die großartige Präsentation deines Fahrzeugs, aus dem der AMG-Gründer Hans-Werner Aufrecht schon Ende der 70er Jahre ein sehr persönliches und sportliches Alltagsauto macht. 1967 gründen Aufrecht und Melcher in Groß-Aspach ein Ingenieurbüro mit dem Ziel, Straßenfahrzeuge mit Rennwagentechnik zu verbinden. Schon 1971 gewinnt eine schwere Luxuslimousine, ein Mercedes 300 SEL 6.8, in seiner Klasse das 24-Stunden-Rennen von Spa vor der leichteren Sportwagenkonkurrenz. Der Name AMG geht um die Welt. Wir haben AMG aus Leidenschaft gegründet, so Hans-Werner Aufrecht. Diese Leidenschaft spürt man in dieser PS-Perle seit mehr als 40 Jahren und bestimmt noch viele tausend Kilometer. Und hier rein geht es zu der Gaststätte Künstler, der einmal eine Woche immer gute Reibekuchen macht. Ja. Aber muss den Tisch bestellen, das kann ich sag bloß. Ja.